So, erstmal die Spitzhacke nehmen. Ja, heute ist ein schöner Tag zum Bauen. Der Weizen wächst. Ja, erstmal auf den Balkon. Heute scheint ja nicht viel los zu sein hier. Tja, einfach mal an die Arbeit. Guten Morgen, Welt. Und los geht's. Hallo und willkommen zurück hier zu Minecraft Fantasy. Zu dem weiteren Map-Bau hier. Und heute würde ich einfach mal sagen, bauen wir ein bisschen weiter. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, wie das mal ablaufen könnte hier. Er wacht auf, holt euch euer Werkzeug und fangt an, einfach mal loszubauen. Für euer Volk oder euren Herrscher oder keine Ahnung. Oder irgendjemand einfach. Aber, warum könnt ihr das noch nicht? Warum? Genau. Der Grund ist, weil es noch keinen Server gibt. Und zwar liegt daran, ich... Kuh, 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 geh weg, Kuh. Ah. Böse Kuh. So. Der Grund dafür ist, weil ich bin schon sehr damit beschäftigt, endlich mal einen Server aufzubauen und... Ja, also den Server online zu kriegen. Allerdings kenne ich mich mit dieser Sache nicht so aus. Also es ist so, ich habe davor noch nie einen Server gemacht. Sieht komisch aus, wie sieht. Ja, ich hatte also noch nie einen Server gemacht und kenne mich da noch nicht so aus. Ich wollte einfach mal fragen, ob ihr euch da auskennt oder ob ihr jemanden kennt, der einen Server schon mal gemacht hat und sich dabei auskennt. Und wo man denn billige Server mieten kann. Und ja, also da ich sowas noch nicht gemacht habe, würde ich mir sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet, damit ich hier schnell mal einen Server zustande bringe, damit ich hier Leute einladen kann und auch, dass ihr mit mir spielen könnt. Und ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch da mal meldet, wenn ihr euch damit auskennt und mir da helfen würdet. Sonst, sobald der Server dann irgendwann besteht, könnt ihr euch gerne bei mir bewerben, ob ihr mitspielen dürft hier auf dem Server, mit mir bauen dürft. Und ja, das könnt ihr gerne machen in den Kommentaren unten, schreibt einfach rein, ja ey, ich will mal mitspielen mit dir hier auf dem Server, mit dir ein bisschen quatschen, ein bisschen bauen. Ich meine, ist ja kein Problem, ich würde gerne mitmachen, aber dafür brauche ich ja einen Server. Und bis der zustande kommt, kann es halt noch ein bisschen dauern. Und bevor ich die ersten anderen Leute hier herkommen lasse, sage ich mal, werde ich noch ein paar Leute einladen, mit denen ich hier ein bisschen Vorarbeit leisten werde. Und ja, wenn ihr aber da steht, seid ihr alle herzlich eingeladen, hier mitzuspielen. Seht ihr gerade, ich baue hier den Weg zum anderen Dorf. Ja. Ich weiß nicht, habe ich das in der letzten Folge schon gezeigt? Ich habe das Dorf ein bisschen erweitert, also ich habe noch zwei Gebäude hinzugefügt und unten ein Feld angelegt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, aber naja, nichts Besonderes. Ich habe übrigens die Stadt da drüben auch ein bisschen erweitert, was ich euch später gleich zeigen werde. Und hier habe ich so einen kleinen Laden gemacht, wo dann ein NPC stehen wird, der euch Sachen kauft. Aber weiter zum Server. Also, ja, ich bin sehr bemüht, hier einen Server draus zu machen. Und wollte ich auch mal fragen, ob ihr irgendwelche Ideen habt für Mods, die wir einfügen könnten, oder
wie man das Ganze dann so handhaben könnte und ob ihr überhaupt mitspielen würdet, denn für wie mache ich den Server? Genau, für euch. Und wenn ihr dann nicht mitspielen wollt, ja, was mache ich denn damit? Genau, nichts. Aber ja, es wird Wege weiterbauen. Und es wird schon wieder Nacht. Das mache ich gar nicht. Time set day. So, und hell. Ja. Ihr habt ja vorhin gesehen, da hinten das Dorf habe ich weiter ausgebaut, das da drüben habe ich weiter ausgebaut. Allerdings werde ich diese beiden Dörfer nicht mehr weiter ausbauen, sondern die werde ich jetzt ungefähr so lassen, vielleicht noch ein bisschen verändern, ein bisschen anpassen, aber ungefähr so lassen. Und dann ein drittes Dorf anfangen. Ich habe auch gesehen, da hinten diesen Sumpf, ich glaube, den habe ich euch in der letzten Folge schon ein bisschen gezeigt oder angedeutet zumindest. Und da werde ich dann etwas bauen auf Stelzen oder so. Muss ich mal jetzt genauer ansehen. Ja. Mir fällt gerade auf, wie ich den Weg bis hierher baue, muss ich irgendwie eine Brücke errichten. Wenn ich eine Brücke errichte, dann weiß ich nicht wohin. Am besten hierher. Aber wie komme ich da rein? Ich glaube, da werde ich hier die Mauer, die habe ich übrigens neu gemacht, und da habe ich ein bisschen Erde entfernt. Ich glaube, hier werde ich so ein Art Torhaus her machen. Hier habe ich übrigens einen kleinen Markt errichtet, wo ich dann auch mit einem Mod NPCs reinstellen werde, die mit euch handeln. Zum Beispiel Blöcke, Rohstoffe, Werkzeuge bzw. Waffen und Nahrung. Ich werde das auch dann so machen, dass ich in jedem Dorf so einen kleinen Markt mehr mache und in jeder größeren Stadt einen richtigen Marktplatz. Und wo dann auch die ganzen Rohstoffe und alles zu verschiedenen hohen Preisen, sage ich mal, angeboten werden, damit man da irgendwie durch das Herumreisen auch Geld verdienen kann. Das mit der Währung weiß ich nicht, wie ich das machen werde. Da gibt es ja ziemlich viele Mods, wo nachher so Goldmünzen eingefügt werden. Und das werde ich mich dann mal kümmern. So. An und für sich gefällt mir diese Weg schon ziemlich gut. Hier könnten noch ein paar Bäume stehen oder so. Ich weiß nicht, wie würde das finden, wenn ich hier den Weg entlang Fackeln mache? Oder so kleine Laternen? Oder sollte ich das einfach so lassen? Ich kann mich noch nicht entscheiden. Vielleicht mache ich hier Laternen, damit es in der Nacht auch ein bisschen hell ist. Oder ich lasse es so, keine Ahnung. Werde ich schon sehen. Auf jeden Fall werde ich heute hier noch ein bisschen weiterbauen an der Straße. Dann hier schauen, wie ich das hier mache. Und sonst war es das eigentlich heute mal wieder. Also wenn ihr jemanden kennt, der schon einmal einen Server errichtet hat oder sich damit auskennt, könnt ihr mir gerne schreiben, oder dieser Kollege von euch oder ihr selbst, wenn ihr euch damit auskennt, könnt ihr mir gerne schreiben in den Kommentaren, dann melde ich mich bei euch. Denn ich würde da echt Hilfe brauchen dabei. Und ja, dann war es auch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne eine Bewertung da lassen. Wenn nicht, dann ja, schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Dann war es das eigentlich mal für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.